Guten Morgen und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauen-Stream. Heute wieder zu einer neuen Folge Sport am Morgen. Und wir haben heute mal neue Socks, neue Schwimmschuhe. Eigentlich ist es immer voll witzig, dass ich Schwimmschuhe dabei trage, aber gut, die haften am besten am Boden, kann ich nur euch sagen. Ja, ich würde sagen, wir fangen heute mal im Vierfüßler an. Mal gucken, wie die so sind. Wir öffnen unsere Hüfte, strecken sie raus, machen ein Hohlkreuz, ziehen den Bauchnabel lang, Kopf nach oben. Dann machen wir einen Buckel, senken die Hüfte ab, Bauchnabel nach innen, Schultern nach unten. Wir machen uns krumm wie eine Banane. Und kommen wieder zurück. Und noch einmal die krumme Banane. Dann kommen wir von dieser Position aus in den herabschauenden Hund. Versuchen schön in die Ferse hineinzutreten. Wir treten einmal in die Ferse hinein mit Bewegung in der Hüfte. Strecken dann einmal das rechte Bein nach hinten aus. Ziehen das Knie zum Kinn. Jetzt rutsche ich heute mit meinen Händen irgendwie. Dann das linke Bein und auch hier wieder das Knie zum Kinn, dann wieder zurück und einmal die Gerade und einmal Hüfte nach links und rechts. Und kommen dann einmal mit dem rechten Fuß nach vorne. Meine Hase kitzelt. Haben wir es jetzt, ja. Wir richten einmal unseren Oberkörper auf, stellen unser Bein auf und kommen einmal mit den Händen nach unten, ziehen die Schultern nach unten, und kommen dann mit den Armen nach oben und lehnen uns nach hinten zurück. Dann kommen wir wieder nach vorne. Dehnen uns schön nach vorne. Dann nach hinten. Dehnen einmal das vordere Bein. Machen das schön lang. Drehen uns einmal zur Seite. Dann auf die andere Seite. Und kommen wieder nach vorne. Wir kreisen einmal den Arm. Und bewegen dabei die Schultergelenke. Und kommen einmal zurück und wechseln die Seiten. Auch hier kommen wir wieder nach oben mit dem Oberkörper. Richten das hintere Bein auf. Schultern nach unten. Und auch hier strecken wir uns nach hinten. Boden zurück. Strecken uns wieder nach vorne raus. Und dann einmal nach hinten. Und spannen das vordere Bein an. Drehen uns einmal zur linken Seite. Guten Morgen. Die alte 35. Alt genug. Hart auf die 40 zu gehen. So, dann einmal zur rechten Seite. Danke dir für dein Follow. Und dann kommen wir wieder zurück. Kreisen dann wieder unsere Hand bzw. unseren Arm. Kommen wieder in die Gerade. Kommen dann in die Cobra 1. Und senken den Oberkörper ab. Guten Morgen. Rumpel, Stätzchen. Dankeschön. Da habe ich Glück gehabt, dass ich noch mit 35 eine gute Figur habe. The Lotus, genau. Danke dir für den Follow. So. Wir kommen einmal unten an. Wir üben ja auch jeden Tag hier, ne? Strecken einmal alle Viere von uns. Dass wir ruhig ein- und ausatmen können noch. Dann kommen wir wieder zurück. Nehmen auch einmal die Beine in die Hände. Strecken uns nach oben raus. Kommen wieder zurück. Ziehen wir mal die Beine an. Nehmen die Hände auf den Oberschenkel, Schultern zurückziehen. Und auch hier spannen wir einmal die Beine an, strecken die nach oben raus. Kommen wieder zurück. Dann drehen wir uns einmal um. Ach Quatsch. Warum so? Deswegen machen wir ja die Übungen. Man kann ja nicht unbedingt alle machen wegen dem Rücken. Vielleicht aber einige kann man machen. Deswegen mache ich ja auch die Übungen. Also wir drehen uns zur Seite. Gut, wir sind auch schon ein bisschen in Übung, ne? Wir haben uns auch langsam hineingefuchst. Das Knie einmal zur linken Seite und dann strecken wir den rechten Arm raus. Dann wechseln wir einmal die Seiten. Schön dabei das Knie auf dem Boden lassen. Und dann kommen wir wieder zurück. Wir ziehen einmal die Schultern zurück, heben die Hüfte an, kommen wieder mit dem linken Bein einmal in die Waagerechte. Viele Übungen, die ich mache, sind ja auch zum Beispiel nur für die Beine. Wir wollen ja schöne Legs haben, ne? Wir strecken das Bein nach oben raus. Fußspitze nach oben. Und dann kommen wir mit der Hüfte rauf und runter. Dann strecken wir das Bein nach unten raus, einmal in die Gerade und wechseln dann die Seiten. Auf jeden Fall gut warm in den neuen Schuhen. Die sind nicht so atmungsaktiv wie die anderen. Das ist eher für kältere Tage, glaube ich. Schwimmen für kältere Tage. So, Bein nach oben rausstrecken und wieder Hüfte auf und ab. Hier kriegen wir das Bein nicht ganz so hoch. Die Zither hier ist hier am Start hier. Und dann kommen wir wieder mit dem Bein nach unten. Zurück und strecken einmal die Hüfte noch aus, nach oben, Knie zusammenpressen, Pobacken aktivieren. Und wieder entspannt auf dem Boden. Wir legen die Beine mal hin. Ich kann nicht immer so viel lesen. Heute Morgen, wenn ihr so viel schreibt, guten Morgen, Andreas. Man muss sich natürlich auch etwas bemühen, ja? Also wir nehmen einmal das linke Bein, Fuß ans Knie, Hüfte öffnen. Auch wir haben auch ein paar entspannende Übungen. Dann strecken wir die Arme raus, strecken uns auch nach oben raus. Schön, dass der Rüttler gerade angeht. Die haben schon wieder jetzt auch noch auf der Straße eine Baustelle. Jetzt habe ich 3 Baustellen hier. Dann kommen wir wieder zurück und nehmen einmal die linke Hand, versuchen sie auf die rechte zu packen und uns zu drehen zur anderen Seite. Wechseln einmal die Seiten. Kommen wieder zurück. Nehmen beide Füße zueinander, öffnen die Hüfte und kommen mit dem Oberkörper nach oben. Richten uns langsam auf, Rücken dabei gerade lassen. Wir kommen so weit nach oben, wie wir können. Bisschen Lärm heute Morgen. Dann kommen wir wieder nach unten. Dankeschön für dein Follow. Ich habe meine, also heute lese ich echt schlecht. Spio, ich hoffe, das ist richtig. Nein, ich würde doch nicht sagen faul. Ich sage nur, man kann es versuchen. Man sollte es nicht unbedingt aufgeben, das zu versuchen. Ich mache jeden Tag andere Übungen. Also natürlich wiederholen sich auch die Übungen, aber es ist eigentlich für jeden was mit dabei. Für Anfänger, für etwas fortgeschrittenerer Profi bin ich nicht, würde ich sagen, weil ich bin nicht ganz so gelenkig wie manch anderer. So, wir nehmen einmal den Fuß in die Hand und ziehen den zu uns ran. Rechtes Bein entspannt auf dem Boden. Aber es ist für jeden was dabei. Ich kann natürlich nicht jeden Tag alle Übungen machen, dann wäre ich auch fix und foxy. Dann strecken wir das linke Bein nach oben raus, Fußspitze nach oben, rechtes Bein angewinkelt zu dem linken. Spannt die Bauchmuskeln etwas an, dass wir nicht nach unten absinken. Es ist noch gar nicht so warm und ich bin schon am Schwitzen her. Schön anspannen die Wade. Und dann wechseln wir die Seiten. Den Fuß zu uns ranziehen. Schön den Oberschenkel dabei locker lassen. Ich mache zum Beispiel sehr viel in meinen Übungen was für meine Hüfte. Und das hat dann nichts mit Rücken anstrengend zu tun. Dann strecken wir auch hier das rechte Bein aus. Und entspannen einmal wieder die Beine. Wir nehmen die Hände auf die Knie und kreisen einmal die Hüfte. Natürlich einmal in die eine Richtung, dann auch in die andere Richtung. Dann bleiben wir dabei, dass wir die Knie oben lassen, strecken die Beine raus und drehen uns jetzt nach links und rechts, spannen die Bauchmuskulatur an und gehen mit der Wirbelsäule mit. Ich denke immer, ich habe am nächsten Tag Muskelkater im Bauch. Aber es ist Gott sei Dank nicht so. Was machen wir als nächstes? Wir kommen nach oben. Machen wir mal Hüftübung. Pause ist voll. Meditation. Ja, Meditation ist auch wirklich sehr gut, um den Tag entspannt zu beginnen. Ja, dann mal viel Spaß. Wahrscheinlich Schule oder so, ne? Ne, beginnen die Schulen jetzt wieder? Ich weiß es gar nicht. Und so, wir machen jetzt Hüfte weiter. Wenn die Haare nicht immer im Weg sind. Ja, Vorteile haben die langen Haare nicht, finde ich. So, wir gehen einmal wieder in den Vierfüßler. Strecken das linke Bein aus. Fangen an zu wippen. So dass wir die Bewegung eher oben in der Hüfte spüren, nicht im Bein. Dann nehmen wir wieder das Knie und ziehen das zu einem großen Kreis nach außen. Viermal. Und dann mit dem Knie und ziehen das nach oben hin. Ich finde den Ablauf eigentlich recht super. Das kann man gut kombinieren. Dann stellen wir den Fußballen parallel zum Knie auf, nach außen. Kommen einmal nach vorne und nach hinten. So tief runter wie ihr könnt. Und so weit nach vorne wie ihr könnt, ohne den Fuß vom Boden zu verlieren. Ich habe einen Mückenstich auf dem Rücken, jeden Tag ein anderes Viech, was mich sticht hier. Immer an den fiesesten Stellen, ne? Dann wechseln wir einmal die Seiten. Hier das Bein rausstrecken. Wippen. Und dann Knie nach außen ziehen. Und dann wieder nach oben. Ausstrecken auf die andere Seite, Ferse zum Boden und wir kommen wieder nach vorne und nach hinten. Wieder zurück, öffnen uns etwas Beine auseinander, kommen mit dem Oberkörper nach vorne, setzen uns auf unser Gesäß, machen den Rücken schön lang. Durch die Nase einatmen, durch den Mund wieder ausatmen und dann ziehen wir wieder unsere Schultern vor uns zurück. Wir greifen quasi nach den Äpfeln. Kommen dann mit dem rechten Arm unter den linken Arm. Ziehen die Schultern lang. Wechseln einmal die Seiten. Schön die Wirbelsäule dabei drehen. Komm dann wieder zurück. Nochmal schön lang machen. Dann kommen wir wieder nach oben, setzen uns auf unser Gesäß, nehmen die Hände zueinander und drehen uns einmal nach links. Dann auch mal nach rechts. Nehmen die Handflächen wieder auf den Rücken. Ziehen Sie nach oben und kommen mit dem Oberkörper nach vorne. Dann lassen wir die Anspannung wieder los. Kreisen die Schultern aus, knackt noch sehr. Guten Morgen. Kommen einmal in den Schneidersitz. Oh, heute rennt aber die Zeit. Oh, wir haben ja Zeit. Kreisen nochmal die Schultern. Hört sich noch wieder an wie ein Mahlwerk. Gelenkflüssigkeit muss ja auch erst produziert werden. Dann kreisen wir einmal den Kopf und auch den Nacken frei. Auch auf die andere Seite. Und wir nehmen wieder die Hände in den Nacken. Rollen uns ein, ziehen den Nacken nach vorne, sodass wir das bis tief zum Steißbein spüren, dass wir die Wirbelsäule lang ziehen. Wir richten uns auf, wenn es zu doll wird. Drehen uns einmal nach links. Und nach rechts und rollen uns einmal wieder ein. Kommen etwas zurück, beide Beine nach vorne strecken. Versuchen die Fußspitzen zu berühren natürlich. Nehmen dann einmal den linken Fuß in die Hand und ja, versuchen den Fuß zu umarmen. Und bewegen einmal die Hüfte leicht und sanft, nicht so, dass es schmerzt. Ja, jeden Tag, aber jeden Tag anders. Mal auch im Stehen. Immer das, was mir gerade so in den Kopf kommt, spontan. Mal versuche ich noch neue Übungen mit reinzunehmen. Manchmal kriege ich es überhaupt nicht hin. Dann kommen wir wieder zurück. Also wenn wir es auch schaffen, kann man auch die Arme unter das Bein nehmen und zusammennehmen. Also ich denke mal, es tut mir immer weh mit den Schuhen etwas. Ich denke, die rechte Seite ist nicht ganz so biegsam. Ja, da haben wir immer das Problem, da komme ich gar nicht rum. Deswegen nehmen wir den Fuß einfach nur in die Hände und bewegen etwas die Hüfte. Jeden Tag immer eine halbe Stunde, finde ich. Die Zeit kann man sich nehmen, um seinem Körper was Gutes zu tun. Ich fahre ja auch noch sehr viel Fahrrad. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich habe sehr viel Konditionen wieder aufgebaut. Spazieren gehen, Fahrradfahren, ein bisschen, naja, Yoga am Morgen, wenn man es mal Yoga nennen kann. Sport, sagen wir mal. Und dann ist das Leben auch wieder in Ordnung. Auch obwohl ich ein sehr, sehr fauler Mensch bin. Aber ich glaube, die neuen Schuhe werde ich hier nochmal anziehen im Sommer. Die sind total warm. Die sind sehr dicht, auf jeden Fall. Aber ich hätte gedacht, dass hier so ein Nups hier am Ende des Fußes, dass der stört. Hier kann man das oben quasi ein bisschen fester ziehen, damit es zu ist. So, wir nehmen wieder den Yoga-Block. und ziehen unseren Kopf nach vorne und versuchen ihn da zu positionieren. Das ist ja auch jeden Tag anders, mal geht das besser, mal geht das schlechter, heute funktioniert das sehr gut. Meine Wirbelsäule ist sehr entspannt. Ich finde, manche Übungen sollte man für den Tag nicht auslassen. Gerade für die Schulter. Dann kommen wir wieder zurück, atmen einmal tief ein und aus. Wir können uns nach dieser Action noch einmal das Steißbein. Und zwar, ich kann nur jedem empfehlen, so einen Yoga-Block zu empfehlen, die sind nicht teuer. 4-5 Euro, 2 Stück. Wir schieben den einmal unter Steißbein, nehmen die Schultern zurück. Und das ist die entspannteste Position überhaupt. Ich habe dieses Hämmern den ganzen Tag. Ich werde hier noch einmal wahnsinnig. So, wir werden jetzt einlaufen. Es ist echt der Horror. 3 Baustellen mittlerweile. Kenne ich, bin auch faul. Ja, wer nicht? Ich könnte den ganzen Tag rumpimmeln, aber ein Problem ist, ein bisschen Selbstdisziplin muss man leider haben. Ich musste das auch lernen. Es geht mir, also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es mir dadurch sehr viel besser geht, obwohl ich jeden Tag meinen inneren Schweinehund überwinden muss und mir sagen muss, ja Jessica, du stehst jetzt auf und machst diesen Kacksport, obwohl ich lieber liegen bleiben würde. Aber gut, es ist so. Netflix an und Co. Na, ich habe Prime. Ich bin der Prime-Typ. So, ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Ich weiß noch nicht, wann ich heute wiederkomme. Ich habe heute noch ein bisschen was zu erledigen. Daher nicht ganz so viel Streaming wie gestern. Lasst euch überraschen. Ich weiß noch nicht wann. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächstes Mal.